Tja. Wir werden es nicht erfahren. Ich komme zumindest nicht drauf. Lass mal unseren Spezi fahren. Can you drive to this one? Ja, ab zur Wohnung von Frau Black. Ja, also sehr stimmungsvoll, wie gesagt. CSI Game Genuss on Tour. Schickes kleines Häuschen. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute. Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name InstaHeat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. So, gucken wir uns mal im Haus der Blacks um. Rendezvous mit Joe Black oder Adrian Black. Gucken wir mal hier, ne? Oh. Das ist interessant, aber das hilft uns nicht weiter. Hübsche kleine Modelle. Und was haben wir hier? Auf dem Tisch steht was rum. Unwichtig halt. Moment, hier war, hat das Ding vibriert. Ja, das ist so, wenn, also wenn wir, habe ich das vorhin schon erzählt eigentlich, wenn wir hier was finden, dann vibriert der Controller. Daher... Und das ist hier so eine Zwischenmeldung von Einblendung. Das sind so eine Nebenstory, die so parallel läuft. Was haben wir hier noch? Kavanaugh's. So who brought this home? Okay, das ist ein so ein Briefchen mit Streichhölzern. Das ist gute Tafelsilber. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Küche mit weiteren Streichhölzern. No spa, okay. Maybe Adrian was a patron. Arne and I should have an address. Schnappen wir uns einfach mal das Telefon, was hier rumstand. Rufen mal den Erkennungsdienst an. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wer sieht's? Schreit. Da. Operator, give me Arne and I. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment.
Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks, ma'am. So, einfach schon mal die Adresse von dem, so in der Küche war. Eventuell noch ein Hinweis, den wir noch brauchen. Da liegt zum Beispiel die Beschreibung von dem Boiler. Und da diese schematische Skizze sollten wir uns vielleicht mal merken, weil die brauchen wir gleich. So, und das war's eigentlich hier. Dann haben wir da noch die Rechnung. Instaheat. This was only recently installed, not 2 days ja, ago. Und damit haben wir auch definitiv dem terminiert, welches Datum wir haben. Wir haben jetzt den 6.1.1947, da oben rechts steht's, das 1.4.47, das 1 ist das ist der Monat, 4 ist der Tag, also vor 2 Tagen wurde der Boiler installiert, also haben wir heute dann logischerweise den 6. Oh, hier im Müll ist nix. Hier ist Blödsinn. So, oh, weiter. Hier, da haben wir doch was. Used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. This must be Adrian's. Stencil. So the glasses are a match. Ja, wer jetzt aufgepasst hat, hat festgestellt, dass Frau Black nicht Nicole heißt. Also Nicole. Eingepackte Sachen und noch ein Briefchen. Tja. So, was haben wir hier noch? Ein zweites Schlafzimmer. Sieh an. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Jetzt sollten wir uns vielleicht mal nach draußen begeben und uns da mal den Boiler angucken. Da haben wir die Küche. Wie gesagt, gleich außen. Ups, was bewegt sich hier? Moment. Ja, da war ich ja gerade. Moment. Auch interessante Preise, ne? $82,50 für einen Boiler.
Gehen wir mal raus. Was ist denn hier eigentlich hinter der Tür? Da war ich eigentlich noch nie drin. Bügeleisen. Auch schön. Und das schöne Oxidol. So, was haben wir hier noch alles Schönes? Ein Garten. Und dann gucken wir uns jetzt mal hier den Boiler an. Wo ist er? Da ist er. No use leaving the thing half finished. Also basteln wir mal schön. So. Was, dann haben wir das Rohr hier rüber, genau, dann das Rohr daran, interessant auch, wie er das Gewinde einfach dran steckt, ne? So, und dann fehlt hier. So the pipe missing from Mr. Black's here is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Da fehlt genau das Teil, was wir vorhin gefunden haben. Ah, da. I wonder if someone in the house bought this unit, knowing how they would use the parts. Irgendwas haben wir noch übersehen. Fragen wir die Kollegin einfach mal hier. I'm all right now, detectives. Da. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there? Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink.
So nothing out of the usual, then? Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. You and your husband are in separate bedrooms. What gives? Did you want him out of the way, Margaret? No, I did not. My husband and I may have drifted apart, but it wasn't my choice. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say! I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Also wir haben 4 von 5 richtig beantwortet oder bearbeitet in den Fragen. Das heißt, wahrscheinlich haben wir einen Fehler gemacht. Egal, einen Beweis haben wir übersehen. Ich finde ihn echt nicht. Was soll's? Müssen wir mit leben. Ich denke mal, wir sollten weiter unsere Ermittlungen fortführen. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. You drive. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? You are listening to... Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. I think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. But stranger things have happened. So, an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, wir machen für heute erstmal Schluss. Das war erstmal ein kurzer Einblick in L.A. Noire. Ja, ich mache das demnächst mal weiter und dann nehme ich es wieder auf und dann stelle ich es wieder online und dann könnt ihr euch alle freuen und dann sind wir alle glücklich und dann ist das schick. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, sagt euer Stick. Nicht vergessen, unsere anderen Videos bei Game Genuss abonnieren, unseren Channel. Und bleibt uns treu. Schönen Abend noch.